Guten Morgen, Freunde des Fußballs. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir, denn auf dieses Video freue ich mich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Denn wir fahren heute nach Österreich, genauer gesagt nach Wien zum Spiel des Jahres Rapid Wien gegen Austria Wien. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch einfach in der Stadt unterwegs zu sein, dieses Spiel zu sehen, vielleicht auch mal ein paar Unterschiede zu entdecken. Was ist anders im Vergleich zu uns hier in Deutschland? Was läuft beim Spieltag anders los? Was läuft in den Fanszenen anders? Es wird einfach der Wahnsinn. Also, ich würde jetzt auch sagen, es geht direkt los. Wir machen uns auf den Weg nach Wien und wir sehen uns dann in Österreich. Für euch nur wenige Sekunden, für mich knackige 11 Stunden Bahnfahrt, aber wir sind in Wien angekommen. Jetzt geht es schnell ins Hotel und dann werden wir Wien mal ein bisschen bei Nacht erkunden, da freue ich mich schon sehr drauf. Also, auf da! So, angekommen im Hotelzimmer. Nettes kleines Zimmer, ganz nett eingerichtet, reicht auf jeden Fall für 2 Tage, die bin ich jetzt hier. Besonders gut gefällt mir auch das kleine Loch hier in der Wand, sowas ist immer ganz schön. Und nein, Spaß, aber so, ganz schön eingerichtet, reicht auf jeden Fall für 2 Tage. Und jetzt tauchen wir ein ins nächtliche Wien. Also Freunde, ich muss wirklich sagen, Wien ist bis jetzt eine der schönsten Städte, in denen ich gewesen bin. Ich liebe diese Barockbauten, die an jeder Ecke stehen. Das gibt ein wunderbares Flair, vor allem auch wirklich wunderbar schön beleuchtet und vor allem auch richtig, richtig schön gepflegt. Das hat man ja leider nicht in jeder Stadt und von daher also wirklich top erhalten. Das einzig Schade war jetzt eben die Karlskirche, dass da so ein Baugerüst davor gestanden hat. Das hat dann natürlich so ein bisschen die Bilder kaputt gemacht, aber natürlich solche Bauten, wie gesagt, müssen gepflegt werden und da gehört sowas dazu. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen den Eindruck vermitteln davon, wie schön es hier ist. Wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ein Unterschied zu Deutschland ist mir allerdings aufgefallen. In Deutschland hängt an jeder Ecke vom dort ansässigen Fußballverein ein Aufkleber. Hier habe ich vielleicht 2 bis 3 gesehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Vom Straßenbild her sind die Vereine Rapid und Austria eigentlich recht wenig präsent, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob ich morgen da mehr entdecke. Und vor allem freue ich mich morgen wirklich auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr genauso. Und ich gehe jetzt in mein Hotel und wir sehen uns dann morgen. Es ist endlich Spieltag, nur noch wenige Stunden bis Anpfiff. Das Wetter ist auch schon soweit ganz gut. Ich habe mächtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Also es ist eigentlich alles vorbereitet, damit es endlich losgehen kann. Bevor wir jetzt aber ins Stadion gehen, schauen wir uns nochmal kurz die sportliche Situation an. Dazu muss man wissen, in Österreich ist das Ganze etwas anders als bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland ist es ja so, nach 34 Spieltagen ist der Meister, der oben steht. Danach gliedert sich das Ganze in Champions League, Europa, Conference League und Abstieg. In Österreich ist das Ganze ein bisschen anders.
Denn hier gibt es einen Grunddurchgang. Dieser umfasst 22 Spieltage. Danach wird die Liga in eine Auf- und eine Abstiegsrunde geteilt. Die Punkte werden zur Hälfte mitgenommen, halbe Punkte werden abgerundet. Und wenn wir jetzt die Tabelle sehen, schauen wir, dass sowohl Rapid als auch die Austria zurzeit auf der Hälfte der Abstiegsrunde stehen, wobei sich das nach dem Spieltag definitiv noch ändern wird, egal wie das Ergebnis ausgehen wird. Aber beide Mannschaften trennt nur ein einziger Punkt. Es ist also extrem eng, was uns da, glaube ich, heute erwarten wird. Deswegen bin ich auch mal wirklich gespannt, welche Mannschaft dieses wichtige Duell heute für sich entscheiden wird. Ich wage auch überhaupt keinen Tipp. Ich bin wirklich mal gespannt. Und jetzt würde ich sagen, geht es los. Ich habe gesehen, in der Innenstadt wird jetzt gleich der Austria-Fanmarsch starten. Da gehen wir jetzt erstmal hin und dann geht es auch Richtung Stadion. Da hinten ist auf jeden Fall der Treffpunkt vom Fanmarsch und was hier auch ist, Drohnenüberwachung, habe ich so auch eigentlich noch nicht mitbekommen. In etwa 20 Minuten geht's los. Ich bin auf jeden Fall mal schon gespannt. Eben gab es schon mal so ein bisschen Pyro. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Und während es für die Jungs hinter uns jetzt mit Entlastungszügen zum Stadion geht, geht es auch für uns Richtung Stadion.
Nord- und Haupttribüne, Nord- und Haupttribüne, wo sind die Rapid Fans? Und Block West. Block West, wo sind die Rapid Fans? Danke! Wir kommen zur Aufstellung von Rapid! Mit der Nummer 45, Niki! Unsere Nummer 6, Nereisho! Mit der Nummer 8, Lukas! Er hat seinen Vertrag verlängert, die Nummer 9, Guido! Yeah!
Halbzeitpause in Wien und Rapid führt mit 3-0. Also was ist das bitte für ein Spiel? Man hat von vornherein gemerkt, Rapid will ja heute was holen. Man ist unfassbar druckvoll aus der Kabine gekommen, ist dann mit einem Doppelschlag in Führung gegangen. Eben war noch das 3-0 nachgelegt, das ist wirklich hochverdient. Also von Austria vielleicht habe ich eine Chance gesehen. Ansonsten wenig bis eigentlich gar nichts. Auf den Rängen von Rapid zu Anfang wirklich eine schöne Choreo. Was mir richtig gut gefällt, ist diese hohe Mitmachquote, immer wieder Pyro-Einsatz. Und was mir auch wirklich gut gefällt, permanent sehr, sehr viele fahrende Block in Bewegung. Sie wirklich, gibt ein sehr, sehr schönes Bild ab. Bei Austria zu Beginn auch eine kleine Choreo. So wie es jetzt aussieht, gibt es gleich nach Beginn der Halbzeit Pyro, weil da wird gerade eine kleine Blockfahne hochgezogen. Jetzt ist da natürlich so ein bisschen die Stimmung unten. Klar, bei einem Spielstand von 3-0 kann man das total verstehen. Mal schauen, wie jetzt die zweite Halbzeit weitergeht. Wir sehen uns nach dem Spiel.
Das Spiel ist aus und Rapid Wien gewinnt mit 3:0 das Derby gegen Austria Wien. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel passiert. Zwar kamen die Austrier nochmal mit ordentlich Dampf aus der Kabine die ersten 5 bis 10 Minuten, aber danach war der Stecker gezogen und von daher geht das Spiel auch verdientermaßen an Rapid Wien. Herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, so wie ich mitbekommen habe, den ersten seit 8 Jahren, beziehungsweise den ersten im neuen Stadion. Also nochmal doppelt herzlichen Glückwunsch. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich fand es auch mal toll, die Rapid-Viertelstunde, die auch jedem Fußballfan in Deutschland eigentlich was sagen sollte, mal live mitzuerleben, diese tolle Stimmung. Es hat wirklich riesig Spaß gemacht. Es waren jetzt 2 tolle Tage in Österreich. Es war auch mal schön, die österreichische Fankultur kennenzulernen. Sowas macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Vielleicht auch ein Abo, da würde ich mich noch mehr freuen. Und wir sehen uns dann so ziemlich in genau einer Woche zum nächsten Spiel. Wohin es da geht, das verrate ich euch aber noch nicht. Also haut rein!